So, ich muss eigentlich auf meinen Zettel schauen. Ich glaube, wir sind in der nächsten Quick-Tipp-Runde. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meinen Zettel habe. Ich würde einfach sagen, wir sind in der nächsten Quick-Tipp-Runde. Und ich bin mal gespannt, was uns... der Dom rennt da gerade ran. Wir waren scheinbar da noch nicht. Wir machen jetzt aber eine Runde Quick-Tipps. Ist egal. Ich bin gespannt, was der Matthias als nächsten Tipp uns mitgebracht hat. Für die unter euch, die schon entdeckt haben, dass der Camera Raw Filter eigentlich der Platz ist, um eine Vielzahl von Korrekturen durchzuführen, habe ich einen spannenden Quick-Tipp, denn die Frage ist oft, wie kann ich zwischen zwei Bildern diese Vielzahl von Korrekturen transferieren? Aber fangen wir einfach mal an. Das heißt, ich habe ja eine erste Aufnahme, dort habe ich über den Camera Raw Filter, ich mache den mal an, beziehungsweise der war schon und macht den aus, eine ganze Reihe oder eine Vielzahl von Korrekturen durchgeführt und ich habe jetzt ein zweites Bild, wo ich diese Korrekturen auch reinbringen will. Da sage ich zum Beispiel jetzt hier, ich möchte das Ganze für Smartfilter konvertieren, denn dann sind wir flexibel. So, wie kriege ich jetzt diese ganzen Korrekturen hier rüber? Nun ganz einfach, ihr öffnet euren Camera Raw Filter, indem ihr ja wirklich verschiedenste Sachen eingestellt habt, wie in meinem Fall. Und jetzt wird es spannend, hier gibt es rechts so ein Flyout-Menü und das Flatmenü sagt Einstellung laden, Einstellung speichern. Und hier könnt ihr wirklich die ganze Bandbreite an Korrekturen und man sieht, wie viele das wirklich sind, die ich hier in Camera Raw durchführen kann, speichern kann. Und ich mache das Ganze mal. Ich speichere das als HH für Hamburg, als XMP-Einstellungsdatei auf den Schreibtisch. Sag okay, denn hier möchte ich nichts ändern. Gehe auf die zweite Bilddatei, sag Camera Raw Filter. Und kann logischerweise in diesem Camera Raw Filter sagen, ich möchte die Einstellung laden. Wähle also diese XMP-Datei aus, lade die Einstellung rein und man sieht schon sehr schön, wie die Einstellungen hier durchgeführt wurden. Ich zeige euch das nochmal, Bild vor der Einstellungsänderung, nach der Einstellungsänderung. Das heißt also hier, der Quick-Tipp ist, einmal den Camera Raw Filter sowieso einzusetzen. Es gibt, finde ich, keinen schnellen Weg, eine Vielzahl von Modifikationen durchzuführen. Und zum anderen hier eine einfache Möglichkeit, die Einstellung über eine XMP-Datei zwischen einer Vielzahl von Bildern zu transferieren. Ja, danke an den Matthias. Ich habe hier, glaube ich, gerade die komplette Produktion aufgeschaut. Wir sind ein bisschen anders im Ablauf, aber wir sind immer noch gut und glücklich dabei. Das ist immer noch die Maske, die ich vorhin aufgesetzt habe. Ja, ich merke die, schon. Die zieht das Ganze nach. Presets, Dom, ich weiß, du hast da was. Und zwar, du hast wahnsinnig viele Presets entwickelt, sowohl für Camera Raw als auch für Lightroom, die man bei dir im Shop findet. Und du hast ein komplett neues Projekt zum Thema Presets. Ganz genau, also vielleicht, um das jetzt nochmal vielleicht mit einem Quick-Tipp, um es nicht ganz so auffällig zu machen, um das mit einem Quick-Tipp zu verbinden. Die wenigsten wissen, dass man Photoshop programmieren kann, also dass man Skripte für Photoshop schreiben kann. Ja, noch viel weniger Leute wissen, wie es geht tatsächlich. Ja. Der Vorteil daran ist aber, Aktion kennt jeder, man nimmt irgendwie was auf, sagt, mach das und das mit diesen Parametern, das geht, das ist auch kein Problem. Aktion sicherlich für viele ein nützlicher Helfer. Was man aber nicht machen kann mit Aktion, ist bestimmte Variablen abzufragen oder bestimmte Parameter abhängig von der Bildgröße, von der Bildhöhe, von der Bittiefe zu machen. Und deswegen gibt es Leute, die können Skripte schreiben. Ja, mein lieber Kollege, der Joachim Hiller, der kann sowas und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben ein Panel generiert. Seit Photoshop CC, glaube ich, ist es so, dass die komplette Oberfläche auf HTML5 basiert. Ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, ja. Das heißt, jeder, der so ein bisschen HTML-Kenntnisse und JavaScript hat, kann da relativ einfach anfangen, Panels zu generieren. Das ist der Vorteil davon, ja. Und was der Vorteil an solchen Skripten ist, will ich mal zeigen. Das haben wir in diesem Panel, das jetzt dann in ein, zwei Monaten, denke ich mal, wird es rauskommen. Wer sich da informieren will, einfach mal fx-ray.com/panel eintippen und registrieren. Was das macht, ich zeige das einfach mal ganz kurz. Also letztendlich ist es eine Aktion. Sagen wir mal, ich spiele hier so einen Duplex-Ton ab. Da wird eine Aktion abgespielt, so wie wir das kennen. Ja? Das ist noch nichts Besonderes. Die Besonderheit liegt jetzt darin, dass ich hier Optionen reingemacht habe. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine Zweitfarbe. Ja? Und ich hätte gern Weiß als Primärfarbe. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf solche einfachen Grundeinstellungsebenen, sondern das kann natürlich auch über Camera Raw hinausgehen. Ich kann hier so zum Beispiel so einen Comic-Effekt machen. Ja? Das Problem ist, dass jetzt hier diese Pixel zu groß sind, dieses Raster da drin. Also gehe ich hier rein und sage, er soll bitte so eine automatische Rastergröße machen. Das ist der
der große Unterschied zu Lightroom und Photoshop, die immer ein Preset auf ein bestimmtes Bild anwenden, aber nicht dabei bedenken, wie groß ist das Bild. Und mit, dadurch, dass ich das skripte und abfragen kann, kann ich sagen, wenn das Bild so und so groß ist, bitte so eine Körnung drauf machen. Wenn das Bild viel größer ist, natürlich müssen die Körner größer sein. Und das ist so ein Vorteil von so einem Panel. Hier kann ich also, wie gesagt, sagen, automatische Rastergröße, Rahmenbreite. Ich hätte gerne einen weißen Rahmen und vielleicht so eine gelbe Tönung. Generiere das hier und dann erstellt er mir das da drauf. Ja, das Ganze kann ich dann noch exportieren, kann relativ viele Sachen mitmachen und kann natürlich hingehen und so einen Duoton, also zweifarbigen Bildlook, kann ich hingehen und natürlich auch selber sagen. Ich sage, ich hätte gern einen dunklen Blauton von mir aus und einen hellen Gelbton. Und dann hat er mir hier so ein Preset generiert und auch das kann ich dann eben auf meine Bilder anwenden. Also alles in allem ist das eine schöne, also wer sich mit Skripten auskennt, hat sehr, sehr viel mehr zu bieten, was Automatisierung angeht in Photoshop, ja, weil er eben gewisse Parameter abfragen kann, die er über Aktionen nicht abfragen kann. Und ich freue mich schon drauf, das tatsächlich auszutesten, weil für mich als kleinen Photoshop-Legastheniker, ich komme da ganz schnell, glaube ich, zu schönen Ergebnissen, die ich früher mit externen Filtern versucht hätte zu machen. Genau, externe Filter, das basiert ja alles auf Photoshop. Aber das heißt, da du jetzt entsprechend deinen Werbeblock hattest, komm, wie viel verlosen wir? Ein, zwei oder drei? Dreimal den Presetter? Ja, komm, mach mal ein. Also drei habe ich gehört. Drei Presetter. Wie verlosen wir die? E-Mail an dich? Einfach diejenigen, die sich heute anmelden, vielleicht beim Newsletter, dieses FX-, ich schreibe es mal. Nee, das geht so sehr auf deiner Seite. Diejenigen, die heute auf Instagram was posten und das vertaggen, einmal mit Adobe Fotonacht und einmal mit Presetter. Bitte. Die können gewinnen. Sehr gerne. Ja, wollen wir es so machen? Dom bitte auch verlinken, damit er sieht. Damit er sich freut. Ja, und unter fxway.com/panel finden wir das Ganze. Genau, einfach ein Newsletter, wenn das dann rauskommt, dann... Alles klar, ich bin sehr gespannt auf die Einsendung und ich bin sehr gespannt auf das Panel. Dom, hab vielen Dank, war kein Quicktipp, aber trotzdem richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht auch nochmal einen Zwischenapplaus für den Dom. Ach, danke.